Also nochmal zwei herzlich willkommen, liebe Leute, das war mein Part von Let's Play Animal Crossing New Horizon. Guten Abend, liebe Wunder. Es ist Freitag, der 24. April 2020, 19:22 Uhr hier auf GC Island. Naturtag, eine wichtige Erinnerung für uns alle, dass wir was tun könnten, um unsere Umwelt zu erhalten. Das ist in der Tat ganz wichtig. Der 4. Mai ist eure letzte Chance, an der Aktion teilzunehmen. Weiter mit den neuesten von heute. Heute haben wir Besuch auf dem Campingplatz. Haut da mal auf ein blaues Mal unserem Gast vorbei. Und hier ist schon wieder der nächste Neuigkeit. Dank eurer regelmäßigen Einkäufe läuft Nux Laden wirklich gut. Und zwar so gut, dass der Platz den Laden nicht mehr ausreißt. Deswegen ist ein Umbau geplant, damit das Sortiment erweitert werden kann. Dafür wird der Laden morgen geschlossen und auch die Verkaufskiste ist nicht verfügbar. Wenn ihr also etwas kaufen wollt oder verkaufen wollt, kümmert euch besser noch heute drum. Das heißt, da müssen wir unsere Möhren heute verkaufen. Und hier die nächste Neuigkeit. Ich freut mich, das mitteilen zu können, dass die Schneiderei das Schneidereisfest dann eröffnet hat. Yeah! In der Schneiderei gibt es natürlich jede Menge Modi, aber auch eine Galerie, aber auch eine Galerie für Designs. Boah, ist das viel News heute. Seht euch die neue Modestile vielleicht mal an. Natürlich feiern wir das mit einer besonderen Zeremonie und mein Finger blutet gerade, das ist nicht so angenehm, aber egal, ich werde es überleben, mache nachher ein Pflaster drum. Wenn ihr mitmachen wollt, presst im Service Center einfach zum Look an. Ja, supi, danke für also, da ist ein paar Sachen heute. Oh mein Gott, Jesus. Die erste Sache ist schau mal nach meinen Rübenpreisen. Wenn ich merke, die sind nicht so geil und davon gehe ich aus, habe ich ein Problem, weil ich es heute loswerden muss. Die ist jetzt gerade natürlich nicht so schön. Aber ich hoffe und bete einfach mal, dass ich jetzt gute Rübenpreise habe. Ich meine, wer Laden zum Morgen nicht offen hat, können wir jetzt nicht so fair sein und heute guten Rübenpreis anbieten. Weil es war nicht abzusehen, dass der Laden morgen geschlossen hat. Also kommt, mach's mir schmackhaft. Oh mein Gott, da hast du mich gefunden, das muss ich kaufen. Aber erstmal, hör mal, David. Ich weiß zwar, das wird dir gefallen. Nux Laden läuft ja wirklich spitze, seit wir uns niedergelassen haben. Aber zurücklehnen und die Sache einfach laufen lassen ist lässt fürs Geschäft. Wir planen Großes, jawohl, ganz Großes. Unser Laden wird erneuert. Morgen haben wir geschlossen, damit der Umbau beginnen kann. Ziemlich kurzfristig, ich weiß. Und den ganzen Tag lang ohne unsere günstigen Preise und einzigartigen Service, das wird ja bestimmt nicht einfach. Aber übermorgen sehen wir uns dafür doch sicher schon wieder. So, dann wenigstens will ich jetzt mal ein paar gute Rübenpreise haben. Macht's mir snackhaft. Die Werte sind wieder derbe niedrig, ne? 187. Es schmerzt. Aber es ist okay. Wir machen das heute dafür. Es hilft nichts. Natürlich, ich könnte jetzt irgendjemand anschreiben und schauen, dass auf die Insel kommen, wo die Rüben bloß teuer sind, aber das ist mir zu kurzfristig, vor allem heute Abend geht das auch nicht mehr. Ich glaube, ich werde es ab nächste Woche so machen, dass jeden Tag mal nachfragt, wo sind die Preise gut und dann werde ich irgendwo verticken, wo die gut sind. Heute mache ich es jetzt für das Geld. Es ist immerhin in Ordnung. Also, es ist in Ordnung. Also, es wird mehr sein, was zurückbekommen, als ich ausgegeben habe, aber halt nicht viel. Aber immer ein bisschen was. Zumindest mal keine Verluste, das ist die Hauptsache. Das mache ich jetzt einfach mal. Wie gesagt, das nächste Mal wird es besser, ganz klar. So. Und das, was für die Rüben angenommen habe, tue ich gleich wieder raushauen, die müssen mir die so ein Mikrofon kaufen. Ja, das nehme ich definitiv, weil ich bin ein riesen Fan von Retro-Mikrofonen. Perfekt. So, den Rest brauche ich nächste Buch. Buch und so ein komischen Teekessel draußen ist. Weil ein Buch, da müsste ich ja lesen. Das ist jetzt das ist eine tolle Sache, wisst ihr? Oh, da ist das in die neue Schneiderei. Aber die feiern wir zuerst, würde ich sagen, mit Tom Nook in einer Eröffnung. Geil, zuallererst. Aber zuerst muss man Retro-Mikrofon aufstellen. Schauen wir mal, was wir hier so alles drin haben. Ich will eigentlich nur Briefkasten öffnen. Oh mein Gott, da ist wieder einiges von Tammy gekommen. Holy moly, holy moly, holy moly. Das ist Wahnsinn. Dieser Support. Heftig. Aber erstmal gibt es Dankeschön von Nintendo fürs Update. Jetzt haben wir doch mal das. Da arbeiten wir zurück ein Stück los. Sag doch mal, was Nintendo uns tolles geschenkt, das Update. Nennen wir das eine Weltkarte. Ja, das ist doch mal eine schöne Sache. Danke dafür, Nintendo.
So, und dann haben wir von der Nook Direct Bank. Okay. Preisanpassung haben wir eine Guthabenzinsen für ihr Konto gesenkt. Okay, sagen wir doch mal, wie viele Guthabenzinsen das sind. Ein Stanley Snack Tappes. Ja, yeah, wieso nicht? Snack Tappes. Und oh mein Gott, hier ist sowas von Tamila. Das ist ja Ärger. Futter im Sportraum. Schauen wir doch mal gleich, was das ist. Bei, ja. Ich glaube, ich lege es jetzt beim Inventar und tue das dann alles nach und nach. Ein bisschen Platz haben wir es noch. Ein Handtuchhalter. Yeah, danke. Das ist ja cool. Dann. Für den Retoraum. Oh, nice. Ah, was passt? Ich mache mal alles, wenn was in die, von Hauserweiterung Ärger. Jetzt haben wir nochmal gleich das, was wir hier haben. Also, das ist ja wirklich sehr, sehr nett. Einmal haben wir hier. Eine Lava-Lampe, yeah, nice Sache. Und da war es der nächste. Juhu. Vielen, vielen Dank. Ich bringe erstmal den Rest des Dänikes mal auf die Bank und stelle den Rest auf. Und dann machen wir mal die Rest dessen Getränke auf. Und ich glaube, dann schreit das in beiden Tagen aus weiter. Und wer ist denn da heute da? Den Dude, das sprechen wir auch noch gleich an. Ich glaube, der ist dann mit einem Update gekommen. Das ist der Dude, bei dem man eher Pflanzen kaufen kann. Auch eine coole Sache. Schauen wir nachher noch vorbei, aber erstmal eins nach dem anderen. So, erstmal Tom Nook sagt, hallo David, ich bin einfach überglücklich, dass du beim Bau des Campingplatzes geholfen hast. Du musst mir auch noch vorbei sein. Jetzt muss ich mir jetzt kurz sortieren und vergesse das alles. Also. Camping. Blume. Siehst du, da wieder eine Sache? Nee, ich glaube, das war alles, das was lustig ist. Wenn es fällt, muss davon gut, ist jetzt dann wieder ein. So, ja, Campingplatz Köder, bla bla bla. Nur keine Sorge, Surf, solange wir uns alle anstrengen werden wie Kegger. Es ist ja irgendwann, sondern auf die Herbe bewegen. Das stimmt doch, David. Findest du das auch? Träume werden wahr. Melinda, David. Ich danke euch beiden von ganzem Herzen. Jetzt bin ich noch 100 Mal Sosner auf dieser Insel ein wirtschaftliches Wunder zu erschaffen. Die Arbeit geht weiter und David, wir zählen weiterhin auf dich. Wenn du bereit bist, komm einfach und frag, was soll es tun? Diese glorreiche Frage ist eine Sache, die ich definitiv mal machen sollte, um die Story weiterzumachen. Campingplatz. Man kann zwar einfach auf Besucher warten, aber du kannst auch selbst aktiv werden. Du kannst jetzt ab sofort ein paar Amiibo-Gäste auf den Campingplatz einladen. Ist ja cool. Okay. Das ist eine Sache, die wir tatsächlich mal ausprobieren könnten. Ja gut, ja, das habe ich gestern nicht gespielt, den Boxmaster, bla bla bla, okay, ich fühle mich schuldig. Amiibo Camper, eine Sache, das würde mir auf jeden Fall nicht immer ausfallen, auch nicht heute, aber das machen wir morgen, was ein ist. Aller Voraus ist noch. Jetzt aber mache ich erstmal ein Bankautomat gehen, das Geld ernsthafterweise einzahlen. Was wir damit haben. Oh mein Gott, das heißt ja für den Kredit. Geht. Damit zahlen wir den einfach mal aus. Perfekt. Bin ich jetzt lost? Ach, abbuchen. Ich dachte mir gerade so, Perfekt. Yay, der Kredit ist abbezahlt. Vielen Dank dafür. Yay. Das ist eine coole Sache. Das Haus ist abbezahlt. Perfekt, dann muss der gleich über einen weiteren Ausbau pressen hier an dieser Stelle. Sind wir so Professoris? Muss er sein, ne? Hallo? Ich glaube, es nehmen einen neuen Raum, definitiv. Sobald es geht, ne? Ich muss einfach fragen, hängt die Absage vielleicht mit einer Erweiterung zusammen? Ja, in der Tat. Aber ganz ehrlich, das Dank geht an Tom Miller dafür, dass du mich unterstützt hast, dafür, dass mein Haus jetzt ausbauen kann. Vielen Dank dafür. So. Ja, was labert er denn die ganze Zeit? Ja, Sondertag werden wir die Tage machen. Ach ja, richtig, Tag der Natur war das noch. Also. Wann geht meine To-Do-Liste erst voll? Ja, darauf hoffen wir alle tatsächlich. Sind weise Worte. Hallo? Danke, dass es endlich mal hier, Eigenheim gerade. Machen wir mal zuerst. Die Feier machen wir dann gleich am Ende. Da denkst du bestimmt noch dran.
Es hilft nicht nur beim Umbau, sondern auch bei Umzügen. Und dein Umzug geht auch dann, wenn du noch an Kredit abbezahlst. Lass uns einfach wissen. Ja, da müssen wir aber erst überlegen, tatsächlich. Ich will anbauen. Nein, wir brauchen es nicht. Ja, doch, das machen wir. Perfekt. Yay, morgen habe ich nur einen Raum. Supidupi. Cool. Da habe ich endlich da mehr Platz bei mir drin. Das ist doch eine sehr coole Sache. So, den Dude pressen wir auch noch gleich an. Das machen wir gleich. Also erst hier mal meinen Briefkasten leer machen. Dann spreche ich den Dude an. Dann müssen wir mit Camping Glas zum Schluss machen. Die Einweihungsfeier. Also ihr seht, einiges noch zu tun heute. Ich möchte mir so bedanken, dass du immer da, vom Starbuster Pub ist angesenkt. Für dich hoffentlich gefällt dir dein neuer. Sagen wir doch mal, was jetzt drin ist. Bin gespannt. Das machen wir auch noch. Der neue Tassenspieler-Set haben wir jetzt hier. Nice, nice, nice. Ich glaube, meine Tasse auch wieder voll, ne? Sieht zumindest so aus. Ja, muss ein bisschen was hier ausleeren. Ein Grill, yeah! Und ein, genau, das ist der perfekte Grilltoast, das hier draußen aufstellt, weil Grill gehört nach draußen. Ich glaube, den stelle ich einfach mal hier vor meinen Garten hier hin und die Bäume da muss unbedingt mehr umpflanzen. Sonst passiert hier gar nichts. Aber ja, hier sieht doch mal Grill perfekt aus. Ich komme mir irgendwie noch nicht mal vorbei, aber so kommt man noch vorbei. Yeah! Dann können wir mal den Rest unserer Haushalt wieder Platz frei haben. Das ist ja erst Wahnsinn. Eieiei. So. Was haben wir hier noch? Ah, ein Bremsmeister, der war ja noch richtig da bis für die Fisterei weggebaut. Das ist ein Spielerset. Lavalampe, Weltkarte und Handtuchhalter und Retro-Mikrofon. Perfekt. Bis jetzt ist ja noch der Retro- und Sportraum irgendwie so gefühlt 1. Aber in der Tat ist Plan, einen Retro-Raum zu bauen. Nämlich der nächste Raum, der frei wird, da wird ein richtig krasser Retro-Raum. Und bis jetzt tust du das Zeugs einfach alles mal hier irgendwo, wo Platz ist, hinstellen. Irgendwann mal und dann. Ja, kann ich da besser das Ganze managen. Ja, kommt man nicht nach hinten durch, dann tue es einfach mal hier an die Wand. Und das haben wir noch. Die Lavalampe. Jawohl, die sieht aber mega aus. Die Weltkarte. Tu mal hier hinten an die Wand. Ja, perfekt. Gut, Bremsmeister und Tassenspieler-Set. Das Block tun wir hier auch einfach nochmal wohin. Am besten so, dass wir irgendwie noch wieder rauskommen aus dem schönen Gebäude. So, supidupi. Wie gesagt, ich sortiere das morgen alles mal, dann sobald mal neu ist. Wohnungsteil da, sortierst das mal alles besser ein. Diese nice Musik, die in der Suchbox läuft, die ist so ein Zucker. So, das holen wir doch mal. Bei diesen Bremsmeistern habe ich noch drin, den will ich jetzt mal zuerst wieder hinstellen. Aber da fehlt mir irgendwie Teil, aber so ein Verdacht. Mal schauen, wo das. Oh, da ist wieder Philipp von den YouTubern auch Angst. Dieser mit der Brille, ey. So geil. Alles gut bei dir, tschüss. Ja, das ist ja gar nicht gehen. Immer noch mal Hallo gesagt, das ist eine wichtige Sache, denn. Ach, das Ding steht ja einfach noch da, ja, mal. Es ist immer wichtig, mal Hallo zu sagen, damit sich die Leute nicht vernachlässigt fühlen. Das ist einfach Fakt. Ja, hier bauen wir jetzt mal. Bauen wir denn den Bremsmeister? Wo tun wir denn den hin? Ach, wir bauen hier einfach hinter das Gebäude. Hier ist Platz. Hier tun wir das Ding jetzt hinstellen. Ich denke, es ist ein bisschen legendärer Söder Retro-Automat. Der ist mega und da tun wir noch das krasse Motorcell, den ihr dran mitlesen. Hier ist so ein Ding, weil es hat dasselbe Logo. Sieht doch sehr schön aus. So, dann schauen wir mal, was wir hier noch auf ehrenwerte Weise gesickt bekommen haben von der Tamilla. Wir haben. Gefällt dir deine neue, die Insel der Tiere? What's that? Schau ich mir gleich genau an. Handelbank, yeah. Okay. Neues Magazin.
sagen wir doch mal genau an, was das konkret ist. Aber wie gesagt, da ist ja noch was. Was habe ich jetzt ausgelassen? Oh, von dem Nook habe ich was übersehen. Ja, moin. Genau, das mit dem Nook-Malen ging aus der Natur. Blablablub. Das weiß ich bezahlt. So. Also, ja, die Insel Tiere ist ein Musikstück. Perfekt. Das hauen wir gleich mal rein. Unnachdenken ist auch ein Musikstück. Und Magazin haben wir und ein Handelbank. Also gesagt haben wir da, was hab's glaube ich schon 5 Mal gesagt, aber kann ich ganz oft genug sagen. Danke für deinen Support, das ist erst cool. Wirklich, sehr nett von dir, vielen Dank. So. So weit, so gut. Dann schauen wir doch mal, dass wir hier vielleicht noch was an... Nein. Vielleicht noch was anderes einsetzen. Nämlich ein paar Sachen hinzufügen. Nämlich einmal das hier und das hier. Probieren einfach mal, was haben wir jetzt neu installiert. Schade, dass man so im Nebenraum nicht braucht. Aber macht nichts. So, Handelbank. Gott, das ist irgendwo hier auch dazu. Das kleine Ding ist dort, bis der gerade übelst. Dann muss ich morgen was überlegen, wo ich das Ding besser hinstelle. Ach, du hast erstmal ins Lager, werde das morgen alles mal ein bisschen besser alles sortieren. Was morgen dann? So, soweit, so gut. Kann auch ein bisschen ausmisten. Ist auch alles einmal mal ins Lager. Ja, moin. Ah, was laut Korkboden und auch alles einfach ins Lager tun. Ja. Post haben wir auch wieder Platz frei. Perfekt. So, irgendwas wollen wir noch machen. Ich denke, ein paar Sachen. Nämlich einmal Campingplatz. Gut, also jetzt ein paar Sachen haben wir heute noch vor. Haben wir es auch noch mal einen anderen Track hier an, nämlich Nachtenglis. Ihr merkt schon, alles der berühmten KLKs, die wir auf unserer Insel haben. Diese Trotzen habe ich von meinem Favorite, weil das natürlich auch cool ist. Ja, das heißt die Filmmusik. Mann, aber trotzdem die hippe Disco-Musik an, so weil die braucht's. Ganz klar. So, jetzt haben wir mal unseren Campingplatz, der schönerweise auch durch die Brücke das alles heute betretbar ist. Jetzt haben wir nochmal, wer hier heute zu Besuch ist. Jetzt gehen wir einfach mal rein und sagen Hallo, liebe Brüder. So, was haben wir nochmal? Ah ja, sehr sympathischer Typ, der Mr. Olaf. Hey, bist du aus der Gegend? Das hat mir hier so einer kleinen kreativen Aushalt zurückgezogen. Also nochmal. Dieser Campingplatz wird Ihnen präsentiert von, Olaf. Na, wie war's? Der Typ selbst bin nicht sympathisch zu sein, aber elf Leute auf meiner Insel, deshalb holen wir den drauf. Häng das bitte nicht an die große Glocke, aber nur so vergnügen bin ich nicht hier. In Wirklichkeit betreibe ich hier Reserve für meine nächste große Rolle in einem Abenteuer sinken. Als raubeigener Entdecker muss ich die Entbehrungen der Wildnis am eigenen Leib erleben. Ich habe mich so auf Selten gefreut, dass ich jetzt ordentlich Krach lassen muss. Soll ich Minestrone mit regionalen Zutaten zubereiten oder erst eine Nachtwanderung planen? Tja, das wird gründlich überlegt sein. Ach du, ich will jetzt auf meine Insel bekommen, du fettes Kind. Das Beste am Selten auf jeden Fall der Nachthimmel. Ja, Kinoleinwand, ihren ganzen Kinoleinwand, Feuer, Stars, Sternchen. Irgendwann kriege ich vielleicht mal mein eigenes Sternbild, der große Olaf oder so. Also, du willst nicht auf meine Insel kommen. Wir konnten was spielen, was du einfach nicht rausbringen konntest, mal überlegen. Wenn du gewinnst, gebe ich dir mein Disco-Outfit. Na, willst du? Oh ja, da bin ich dabei. Sehr gut. Sollen wir die anderen Regeln durchgehen? Ja, wäre besser. Das Spiel läuft wie folgt ab.
Ist aber vier Karten. Ja, ist eine von jeder Spielkartenfarbe. Herz, Karo, Pik und Kreuz. Ach du Scheiße, Karte spielen ist auch schlecht. Von diesen vier Karten hier ist einer dumm, was dann erraten, ob sie rot oder schwarz ist. Wenn du rot sagst, ist es eine Herz oder... Oh, ja. Jetzt sind wir mal rot. Ja, natürlich. Egal, ich will nochmal. Ist also total angesagt, das macht die besonders etwas aus, das Wetter, das dran. Okay, da labert nur rum und da will irgendeine Scheiße mit mir spielen. Na, sieh doch her, jetzt geht es jetzt alles. Oh, jetzt bringst du mich wirklich in die Bretouille, hm? Zu Hause wollen wir alle was von mir, meine Crew, mein Agent, die Fans, meine Italalops, ich kann... Die kann nicht hängen lassen, aber wenn ich mal auf Tour hier bin, machen wir einen Termin, ha. Was, Hura? Ja, da bin ich einfach mal dabei. Also, wir spielen jetzt nochmal. Und jetzt muss sie rot sein. Ach so. Sag einfach jetzt mal Karo. Ja, aber das wird immer unwahrscheinlicher. Ja, das Herz, ne? War klar. Ja gut, der Typ ist mir irgendwie unsympathisch und suspekt, aber gut, dass er am Ende kommt, wenn er meint, dass er da irgendwo sein Großkünstler sein muss, dann ist es halt so. Oh, Lauf, ey. Oh Mann, passiert hier viel auf der Insel. Aber den Dude passen wir erst das nächste Mal an. Ich würde zwar sagen, wir machen noch geswind die Feier des Tages. Und dann werden wir den Part hier jetzt auch wieder beenden. Joa, das macht in der Tat mehr Sinn. So, jetzt bleibt mir nochmal den guten Tom Nook an. Ich will nämlich jetzt die Feier des Tages machen. Halli, hallo, willkommen bei der Bauberatung. Was kann es für das tun? Ich will die Einladung feiern. In der Tat, wir wollen die neue Schneiderei feiern. Ein monumentaler Moment der Modewelt. Hast du Lust? Ja, hab ich, bin dabei. Klasse, lass uns anfangen. Perfekt. Also dann. Die Schneiderei wurde nun fertiggestellt und das wollen wir heute gemeinsam feiern. Yeah. Diese Einlage wirklich ist Frühstück und das ist alles zu verdanken, in der Tat. An dieser Stelle haben nun Tina und Sinak das kurze Wort, die beiden leiten die Schneiderei. Werte Damen, ich bitte drum. Vielen Dank alle miteinander, es ist euer Verdienst, dass wir einen so schönen Laden eröffnen könnten. Meine Schwester Sina und ich werden uns große Mühe geben, also schaut doch mal vorbei. Ja, bitte schaut vorbei. Tina, Sina, alle herzlichen Dank und nun einige Worte jener Person, deren Hilfe sei dann zur Eröffnung der Schneiderei war. Alle Augen ruhen auf unseren Inselpresser David höchstpersönlich. Möchtest du dem etwas beifügen? Bösen Sie mir. Sehr gut gesprochen. Danke für diese aufbauenden Worte, David. Nun gut. Die Feier neigt sich dem Ende zu. Alle, die zum Andenken ein Foto machen wollen, drücken die Fotos-Taste. Ja, in diesem Sinne. Die Schneiderei ist eröffnet. Hurra! Ich danke euch allen, damit wäre unsere Feier beendet. Bitte geht auf den Ei mit. Perfekt, damit haben wir die Feier ja auch beendet. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, bis dann. Und ciao.